Hallo zusammen, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute testen wir mal wieder ein cooles Produkt, das ich online gefunden habe. Hier habe ich das Paket, ich habe es auf Amazon bestellt. Machen wir das sofort auf. Wo ich das gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, ich muss das testen. Weil ich habe gesehen, die Maske kam so gut bei euch an, die sich ja so aufbläst. Ich kann euch mal das Video hier verlinken, das war so lustig. Schaut mal vorbei, bei mir hat es einen komischen Effekt gemacht. Und zwar habe ich hier drei coole Schachteln. Was könnte das sein? Das zeige ich euch gerade. Was ist das? Ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Das sieht so wunderschön aus. Das ist, glaube ich, das Schönste, was ich je gesehen habe. Kann ich euch schon mal verraten? Ja. Das ist der schönste Lippenstift, den ich bis jetzt gesehen habe. Ich bin jetzt gespannt. Die Marke von diesem Lippenstift heißt Kylie Yume Lipstick. Hier steht drauf Germany, aber das kommt aus China. Da sieht man, das überall GN steht drauf. Und ja, probieren wir das auch. Hier hat es wieder ein Gütesiegel, dass das echt ist. Machen wir das sofort auf. Das ist die Farbe Baby Doll Powder. Das ist die schönste Farbe, die ich gesehen habe von all denen. Seid ihr so gespannt, was ich euch hier zeige. Und das sieht so aus. Eigentlich nicht so speziell. Oh, hier hat es sogar einen kleinen Spiegel. Ah, okay, ich drücke hier oben und dann kommt das raus. Und jetzt machen wir. Okay, jetzt muss ich vielleicht. Der Lippenstift ist recht klein, also ein normales, das ist wie eine Probe fast. Also die normalen Lippenstifte sind ein bisschen größer. Jetzt zoome ich euch ran. Ich weiß nicht, ob man das sieht, weil diese Lippenstifte sind so schön. Ich hoffe, dass ich euch jetzt scharf gestellt habe. Schauen wir mal. Oh, ich bin gespannt. Tada! Ich weiß nicht, ob ihr das seht, hier hat es eine Blume drin und überall so Goldpartikel und der Lippenstift ist so durchsichtig, eben das, aber mit Goldpartikel, ich hoffe, man sieht das in der Kamera. Das ist eine, ich weiß nicht, ob das eine Margerite ist, also das ist eine echte Blume und diese Lippenstifte sind magische Lippenstifte sozusagen, die sind ja durchsichtig, aber die reagieren mit dem pH-Wert eurer Lippen und das wechselt nachher Farbe. Das, sage ich euch schon, verrate ich, sollte ein mega hot Barbie Pink sein. Kann man das vorstellen von diesem durchsichtigen Teil mit Goldpartikeln? Das sind, glaube ich, echte Goldpartikel. Kommt das raus? Ich weiß nicht. Ich habe hier wieder meinen Spiegel. Ich hoffe, dass er nicht allzu dreckig ist. Oder ihr seht das hoffentlich nicht, weil ich habe ja die Maske letztes Mal drauf getan. Und ja, machen wir. Der riecht schon mal ganz, ganz fein nach so Bubblegum. Mega fein, richtig. Wirklich nach Bubblegum. Ich habe jetzt keinen Lippenstift drauf. Versuchen wir das mal, ob das die Farbe sich ändert. Das ist so fein. Das ist das Resultat. Es ist immer sehr natürlich. Ich habe jetzt bei einigen gesehen, das war viel extremer. Ich denke, das Lustige finde ich, weiß nicht, ob ihr das seht. Hier und auch oben habe ich einen, sozusagen, wo die Lippen fast aufhören, habe ich es viel, viel dunkler. Das ist der pH-Wert wahrscheinlich viel stärker, meiner. Sieht man das? Sieht fast ein bisschen komisch aus. Als wäre der Lippenstift weggegangen, umgekehrt. Das Tragegefühl ist sehr, sehr angenehm. Es ist richtig so, und es riecht so toll. So richtig so. Also viel, viel pflegender als ein Labello. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht, weil ich habe gesehen, bei anderen hat das viel mehr reagiert. Und eben das Lustige finde ich wirklich, dass man sieht, ich denke schon, man sieht schon, dass es jetzt, das war ja durchsichtig, dass das so geworden ist, man sieht schon den Unterschied. Aber wenn es hier so eine Abtrennung gibt, ist lustig, eben der pH-Wert dort von meinen Lippen ist anders. Eben, weil die Farbe wird bei jedem anders aussehen, weil eben, ihr habt nicht alle den gleichen pH-Wert. Ja. So, kommen wir zu meiner First Impression, zu meiner Review zu diesem Lippenstift. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil bei den anderen hat man gesehen, bei anderen hat das wirklich viel mehr reagiert. Das ist auch die stärkste Farbe, die ich gesehen habe. Das reagiert nachher auch in Rot oder in Violett, in ganz verschiedenen Farben. Das Stück ist eigentlich cool, sozusagen. Jetzt fragt ihr euch, wie teuer das ist. Auf der Originalseite, es wird eben direkt aus Asien versendet, ist das viel teurer, kostet das um die 30, 35 Dollar. Ich habe es auf Amazon gefunden und hier kostet der 16 Euro, glaube ich. Jetzt muss ich kann das unten verlinken, wo ich das gekauft habe. Das ist toll, aber für 30 Dollar plus dann Versand noch, würde ich das jetzt nicht investieren. Es ist zwar schon toll, aber es gibt viele Marken, die solche pH-Lippenstifte machen. Nur eben, es ist lustig, dass mir jetzt einen Rand gemacht hat. Aber man sieht schon, nein, es hat schon pink koloriert. Vielleicht muss man auch ein bisschen warten, das reagiert dann mehr.
Man sieht zwar natürlich ein schönes Pink, das schon, aber vielleicht muss man auch ein bisschen warten, wirkt das immer stärker, habe ich das Gefühl. Jetzt fragt ihr euch sicher, würde ich es wieder kaufen? Ja und nein, ist ein Spielzeug, weil von der Optik her sieht dieser Lippenstift wunderschön aus mit dieser Rose. Es kommt mir wirklich so vor wie das Beauty und das, die Schöne und das Biest. Das hat doch auch so eine Kuppel mit der Rose drin und wenn es ihm schlecht geht, verwelkt die Rose irgendwie. Ich erinnere mich nicht mehr, da fällt immer ein Rosenblatt runter. Ich erinnere mich nicht mehr an die Geschichte. Das erinnert stark an das. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Aber kommen wir zur guten Sache, denn ich habe nicht nur einen bestellt, sondern ich habe noch zwei weitere bestellt. Diese werde ich euch jetzt an euch verlosen, falls ihr das auch testen möchtet, ohne dass ihr diese 30 Franken oder 16 Dollar oder was auch immer ausgeben müsst, könnt ihr das bei mir gewinnen. Ich habe jetzt zwei nochmal bestellt, die sind noch versiegelt und alles. Ich werde diese auf Instagram verlosen, weil hier auf YouTube ist es ein bisschen kompliziert, habe ich ja schon mal gesagt mit den Verlosungen. Hier unten findet ihr meinen Instagram-Account, sucht das Foto mit diesen Lippenstiften, kann ich das hier einblenden, wie das sein wird. Und dann könnt ihr, je eine Person kann das gewinnen, also weltweit könnt ihr mitmachen. Dort werden auch die Regeln stehen, was ihr dafür machen müsst. Und ja, ich hoffe, wenn du das testen willst, schau vorbei bei meiner Instagram-Seite. Natürlich musst du mir followen, Follower sein, weil das ist nur für meine Followers. Und Abonnent von meinem Kanal, damit ihr das testen könnt. Ich muss sagen, es hat wirklich ein super Gefühl auf den Lippen. Das muss man das lassen. Und nein, es hat schon reagiert. Vielleicht in der Kamera sieht das noch also extremer aus als es hier bei mir. Und die Verpackung ist schon edel, neben mit diesem Spiegel. Kann man das ein bisschen auftragen. Natürlich die Handtasche, das ist ein Hingucker und vor allem eben das mit dem, der Effekt ist wirklich wunderschön. Also der Lippenstift an sich. Ja, schreibt mir, was ihr von dem Produkt hält. Lasst mir mal die Meinung unten. Es gibt ja ganz viele Marken, die solche Sachen machen, so mit pH-Wert, das habe ich auch schon gesagt. Einfach der sieht einfach Bombe aus. Und mit echtem Gold. Ich frage mich dann nur, wenn man das echte Gold, wenn man an die Stelle kommt, wo das Gold rauskommt, ob man das denn merkt, ob das stört. Aber ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich lese die nämlich sehr gerne durch und freue mich auch. Falls ihr möchtet, könnt ihr mich auch abonnieren, dann verliert ihr meine Videos. Nein, dann verpasst ihr keins meiner Videos. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Macht's gut. Tschüss!